Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Hitzeschild des Starship. Viel Spaß! Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin noch sehr skeptisch, was das Hitzeschild des Starship angeht. Das liegt natürlich auch an den wenigen Informationen, die wir aktuell erst haben. Aber eben auch daran, dass bisher noch kein Raumschiff mit höheren Geschwindigkeiten als denen von niedrigen Erdorbits mit einem wiederverwendbaren Hitzeschild zur Erde zurückgekommen ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass SpaceX das in den Griff kriegt. Welchen Belastungen so ein Schutzsystem ausgesetzt ist, wie diese Lasten entstehen und wie SpaceX diesen Anforderungen begegnet, das wollen wir uns in der heutigen Episode anschauen. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstart und am Wochenende jetzt immer die News. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Kanalmitgliedschaft unterstützt. Für was brauchen wir eigentlich Hitzeschilde an Raumschiffen? Wie du vielleicht weißt, brauchen wir enorme Mengen an Energie, um sehr hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Mit diesen hohen Geschwindigkeiten können wir dann einen Körper auf eine Umlaufbahn um die Erde bringen. Zur Orbitalmechanik, da mache ich auch demnächst noch ein Video, versprochen. Jetzt ist es so, dass wenn du den Ausgangszustand, nämlich stillstehend, auf der Erde wiederherstellen möchtest, du grundsätzlich einmal die gleiche Menge an Energie aufwenden müsstest, die du für das Erreichen dieser Geschwindigkeit gebraucht hast. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Für das Abbremsen einer Geschwindigkeit ist genauso viel Energie nötig wie für das Erreichen dieser Geschwindigkeit. Das ist vielleicht greifbarer, wenn du dir klar machst, dass Abbremsen auch nur eine negative Beschleunigung ist. Aber was heißt das dann für unser Raumschiff? Ja, genau, wenn wir eine riesen Rakete gebraucht haben, um die Geschwindigkeit erst einmal aufzubauen, bräuchten wir theoretisch die gleiche Rakete oder zumindest ein Antriebssystem mit der gleichen Leistung, um uns auf die Anfangsgeschwindigkeit, die Startgeschwindigkeit von 0 km/h zurück zu beschleunigen. Das heißt aber, ich brauche noch eine viel größere Rakete, um dieses Bremssystem in den Orbit zu befördern. Das wäre natürlich ein Teufelskreislauf. Das will man natürlich unbedingt vermeiden, denn Rakete gleich teuer. Rakete im Orbit bringt kein Geld, sondern Nutzlasten im Orbit bringt Geld. Ergo, Rakete so klein wie möglich, Nutzlasten so groß wie möglich. Und wie mache ich das jetzt, dass ich kein teures Bremssystem mitnehmen muss? Ja, du ahnst es, es muss was mit dem Hitzeschild zu tun haben. Also eigentlich müsste ich ja gar nicht vorher bremsen, wenn ich von einem beliebigen Orbit die Geschwindigkeit des Himmelskörpers annehmen möchte. Denn nach einer Bruchlandung steht das Raumschiff ja schließlich auch still. Dass das für die Humanoiden oder die Experimente an Bord nicht so cool ist, ist, glaube ich, allen klar. Beispiel aus dem Leben: Du kannst definitiv bei einem Sprung von einem 10-Meter-Turm am Beckenrand abbremsen, aber halt nur einmal. Wenn du stattdessen aber das Medium Wasser nutzt, ist das für dich deutlich gesünder und am gleichen Tag auch mehrfach reproduzierbar. Obwohl sich ja der ein oder andere bei so einem Sprung vom Zehner ins Wasser auch schon eine rotglühende Flugkörperaußenhaut zugezogen hat. Aber ich schweife ab. Grundsätzlich kannst du dir merken, dass man die Atmosphäre dafür nutzen kann, die Geschwindigkeit von Raumschiffen abzubremsen. Ähnlich zum Wasser im Freibad. Da wir im Orbit aber mit orbitalen Geschwindigkeiten unterwegs sind, also deutlich über 27.000 km/h, werden dabei Unmengen an Energie in Form von Wärme frei. Ein cooles Video, das die thermische Belastung für das Starship gut überschlägt, verlinke ich dir hier. Da wird die frei werdende Energie mit 3,3 Terajoule überschlagen. Das ist die gleiche Größenordnung wie die Energie, die bei der Explosion im Hafen von Beirut frei geworden ist. Die Wärme, die bei so einem Wiedereintritt frei wird, entsteht hauptsächlich aus der Kompression der Atmosphäre vor dem Raumschiff. Das heißt, wir sind so schnell, dass die Gasteilchen nicht seitlich ausweichen können und so sehr viel Energie in die Teilchen eingetragen wird. So viel Energie, dass sich das Gas in ein heißes Plasma verwandelt. Und vor diesem heißen Plasma muss ich meinen Flugkörper schützen. Es sei denn, ich habe eh vor, ihn wegzuwerfen. Siehe Wiedereintritt von Raketenstufen und Satelliten. Möchte ich auf einem Himmelskörper mit nennenswerter Atmosphäre landen, ohne das Raumschiff und die Insassen zu toasten, ist es effizienter, ein Hitzeschild zum Abbremsen mitzunehmen. Alternativ könnte ich natürlich Bremsenergie in Form von Treibstoff mitnehmen. Systeme, die vor hohen Temperaturen beim Atmosphäreneintritt schützen, werden auch mit TPS abgekürzt. Das kommt aus dem Englischen und steht für Thermal Protection System. Und hier gibt es eigentlich zwei Konzepte für TPS-Systeme, die in der Raumfahrt eingesetzt werden. Das sind einmal die ablativen Systeme, also Systeme, die sich beim Wiedereintritt zersetzen und so zerstört werden, aber das Raumschiff ausreichend schützen, und die wiederverwendbaren, deren Material die Belastungen aushält und so im besten Fall nach einem Flug nicht erneuert werden muss. Beispiele für ablative Hitzeschilde, die beim Atmosphäreneintritt abfackeln, sind alle Kapseln von Vostok, Soyuz über Apollo, Starliner und Crew Dragon, um nur ein paar zu nennen. Aber auch an den Marssonden, wie der Eintrittskapsel von Perseverance, finden wir diese ablativen Hitzeschilde. Beispiele für wiederverwendbare Systeme sind die Kacheln von Space Shuttle und Buran und eben die des Starships. Fun Fact: Bisher wurde noch nie ein wiederverwendbares Hitzeschild für Geschwindigkeiten höher als beim Eintritt aus einem niedrigen Erdorbit eingesetzt. Das ist natürlich für jemanden, der von Marsflügen spricht, eine echte Unsicherheit.
Grundsätzlich machen Space Shuttle Buran und Starship beim Atmosphäreneintritt alle das Gleiche. Sie senken die Flugbahn leicht ab und tauchen so vorsichtig in die dichteren Atmosphärenschichten ab. Mit Hitzeschutzschild voran und relativ großer Fläche entgegen der Flugrichtung verrichten unsere Raumschiffe, wie eben besprochen, dann an den Teilchen in Flugrichtung rücksichtslos Arbeit. Und danach laden sie die arme Atmosphäre noch nicht mal auf einen Drink ein. Typisch. Durch den Anstellwinkel des Raumschiffs kann bei diesem Eintritt beeinflusst werden, wie steil der weitere Abstieg ist und somit auch, wie schnell wie viel Geschwindigkeit abgebaut wird. Das ist nicht nur wichtig, um den Wärmeeintrag zu limitieren, sondern auch, weil man während des Wiedereintritts keine zu hohen Beschleunigungen möchte. Schließlich wollen wir die Humanoiden ohne Schäden landen. Grundsätzlich haben es nicht nur Menschen, sondern auch Raumschiffe eigentlich ganz gern, wenn die mechanischen Belastungen nicht allzu groß werden. Das gilt natürlich insbesondere, wenn man das Raumschiff wieder fliegen möchte. Dabei ist es auf den ersten Blick vielleicht erst einmal unintuitiv, dass man mit der flachen Seite in die Atmosphäre eintaucht und nicht mit der Spitze voran. Ja, bemühen wir vielleicht nochmal das Beispiel mit dem 10-Meter-Turm. Ich würde dir empfehlen, mit den Füßen voran wie ein Pfeil in das Wasser einzutauchen oder zumindest nicht allzu viel Fläche dem Wasser entgegenzustellen. Aber entgegen meiner Empfehlung machen Raumschiffe genau das, Bauch voran, möglichst stumpf in die Atmosphäre. Auch das mussten die Wissenschaftler in den Anfängen der Raumfahrt erst lernen. Stumpfe Körper sind besser für den Atmosphäreneintritt als spitze. Das hat mit Überschallphänomenen zu tun. Ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, kannst du dir merken, dass besonders viel Energie in einem Bereich frei wird, wo die Geschwindigkeitsunterschiede von Teilchen sehr hoch sind. Aus der Sicht von unserem Raumschiff sind an der Außenhaut die Teilchen mit keiner Geschwindigkeit unterwegs. Je weiter ich mich von der Außenwand in Strömungsrichtung bewege, umso höher ist die Geschwindigkeit der Teilchen. Habe ich einen Spitzenkörper, ist der Abstand zwischen hoher Geschwindigkeit im Fahrtwind und niedriger Geschwindigkeit an der Raumschiffswand sehr gering. Habe ich hingegen einen stumpfen Körper, schiebt das Raumschiff einen großen Bereich an Luft vor sich her. Diese Grenzschicht bildet dann eine Isolierung zur Schockzone. Schockzone ist der Bereich, in dem am meisten Energie frei wird. Viel genauer will ich da gar nicht drauf eingehen, weil das unglaublich kompliziert ist. Wie hat es der Senkrechtstarter Discord-Veteran Petschke so schön formuliert, als es um die Physik beim Wiedereintritt ging? Beim Wiedereintritt ist alles hässlich. Aber was ist denn nun mit dem Starship-Hitzeschild? Ja, du Heißdüse. Ich bin ja jetzt soweit. Warum die Starship-Hitzeschutzkacheln so aussehen, wie sie aussehen, können wir vielleicht am besten aus den Anforderungen ableiten. Versuchen wir vielleicht mal die Anforderungen auf drei Hauptpunkte runterzudampfen. Erstens, das wäre als zentrale Belastung natürlich die enorme Hitze während eines Atmosphäreneintritts. Ich sage bewusst Atmosphäreneintritt und nicht Wiedereintritt, denn wir wollen ja auch vom Mars wieder zurückkommen und ja, da sind wir ja mindestens zweimal in eine Atmosphäre eingetreten. Aber naja, das sind Spitzfindigkeiten. Zweitens führen große Temperaturunterschiede zu mechanischen Belastungen aus Temperaturdehnung. Besonders kritisch ist das unterschiedliche Verhalten bei einem Materialmix. Ein Beispiel wäre Keramik mit wenig Temperaturdehnung zu Metallen mit sehr großer Temperaturdehnung. Drittens wäre dann natürlich die Belastung beim Start. Das ist alles Mögliche, von Vibrationen über Schalldruck und so weiter. Eben alles, was so bei einem Start passiert. Bei dem Prototyp Starship 20 sind ja sogar nur durch die Belastung während des Transports Kacheln kaputt gegangen. Bevor wir uns anschauen, wie SpaceX diesen Anforderungen begegnet, kannst du mir ja schon mal ein Zwischenfazit geben für diese Episode. Ganz richtig, hier wird nicht der Lernende bewertet wie in der Schule, sondern der Lehrende. Hat dir mein Video bisher gefallen? Ja, dann nicht vergessen zu liken. Und wenn du mehr solcher Videos sehen magst, abonniere unbedingt den Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Und wenn du es genauso wichtig findest wie ich, dass der deutsche Sprachraum sich für Raumfahrt begeistert, kannst du meine Arbeit durch eine Kanalmitgliedschaft unterstützen.